Und ich eröffne die Aussprache. Der Kollege Arno Ennis, AfD-Fraktion, zunächst. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Beruf der Pflegehelfer wird zunehmend wichtiger. Und aufgrund des voranschreitenden demografischen Wandels und dem damit verbundenen steigenden Pflegebedarf ist der bereits bestehende Personalmangel in der Pflege immer deutlich spürbarer und ein Problem mit gesellschaftlichen Folgen. Die Bedingungen, besonders in Pflegeheimen, sind für Angestellte und Pflegebedürftige schon lange nicht mehr hinnehmbar. Oft fehlt die Zeit, sich mit den Heimbewohnern einzeln zu befassen und auf die persönlichen Bedürfnisse einzugehen. Es fehlt oftmals nicht nur die Zeit. Menschen mit einer Einschränkung im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, sondern auch das Personal. Eine Verbesserung der Situation ist derzeit nicht wirklich in Sicht, auch wenn sich Bundes- und Landesregierungen darum bemühen, Pflegepersonal aus dem Ausland anzuwerben. Ein Ausbau der bereits bestehenden Ausbildungsplätze ist nicht angedacht, und selbst die Finanzierungsfrage der Pflegeschulen ist bis heute nicht abschließend geklärt. Auch ungeklärt ist die Frage, wie ausgebildetes Pflegepersonal dauerhaft in diesem Beruf tätig bleibt. Hierzu muss nicht nur die Frage der Attraktivität, sondern auch gerade die der Belastung gestellt werden. Denn Pflegeberufe sind nun einmal körperlich anstrengend und belastend. Bei der Pflege immobiler Menschen führt die Tätigkeit aufgrund unzureichender Personalressourcen und zahlloser Überstunden zu einer körperlichen Überlastung, die sich sehr stark auf die Attraktivität des Berufes auswirkt. Das hat zur Folge, dass viele ausgebildete Pflegekräfte aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Rente im Pflegeberuf verbleiben oder im Verlauf des Arbeitslebens für längere Zeit ausfallen. Nicht nur für Angestellte, sondern auch für Pflegebedürftige ist der aktuelle Zustand nicht hinnehmbar. Im Umfeld der Pflege geht es nicht nur ausschließlich um die Körperpflege, die Lagerung, das Füttern und die Gabe von Medikamenten. Es geht in erster Linie um den Menschen mit seinen ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Es geht um die Würde des Einzelnen und auch darum, das sollte sich jeder vor Augen halten, wie man selber anstelle der Pflegebedürftigen versorgt werden möchte, wenn es einmal dazu kommen sollte. Pflegehelfer können hier unterstützen, indem sie beispielsweise bei der täglichen Körperpflege und bei der Mobilisation helfen. Mobilisation bedeutet nicht nur bewegt werden, sondern vor allem die noch vorhandene Selbstständigkeit und sei sie noch so gering zu erhalten. Neben den pflegerischen Komponenten spielt insbesondere auch die soziale Betreuung und die Durchführung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten eine wichtige Rolle, gerade wenn man die Pflege von der ethischen Seite aus betrachtet. Das Zuhören, den Pflegebedürftigen als Individuum betrachtend, unabhängig von zeitlichen Vorgaben und festen Ablaufplänen, wird immer wichtiger. Die Pflege übernimmt und ersetzt zunehmend die Angehörigen, die es in der Regel nicht täglich schaffen, ihre Angehörigen in den Heimen zu besuchen. Das führt zu Vereinsamung und zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Aus den genannten Gründen ist es begrüßenswert, dass nach der Umstellung in der Pflegeausbildung die Pflegehelfer bedacht und durch die neue Bezeichnung staatlich anerkannt aufgewertet werden. Meine Damen und Herren, wenn wir diese Ausbildung jetzt aufgreifen, müssen aber auch weitergehend und uns mit der Frage beschäftigen, wie wir die Bewerberzahl und die Ausbildungsplätze erweitern können. In der Diskussion zur Finanzierung hessischer Pflegeschulen wurde oft über die Erweiterung des Bewerberkreises durch integrierte Sprachförderung gesprochen, welche aber nur eine Weiterführung und keine Basissprachausbildung sein kann. Wir sollten uns intensiv darüber Gedanken machen, wie wir in Hessen
für den Beruf der Pflegehelfer den Bewerberkreis deutlich erweitern können. Der Bericht Berufsausbildung in Hessen 2019 bietet hierfür eine sehr gute Einstiegsgrundlage. Meine Damen und Herren, das Angebot an Stellen ohne schulische Zugangsbeschränkung lag im Ausbildungsjahr 2017/2018 bei nur ca. 7%. Personen ohne Schulabschluss besitzen daher ohne öffentliche Unterstützung nur geringe Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Gleichzeitig schrumpfen für Schulabgänger die Plätze in Maßnahmen zur Ausbildungs- und Berufsvorbereitung. Wir sollten gemeinsam darüber diskutieren, inwieweit im Rahmen der einjährigen Ausbildung zum Pflegehelfer der Hauptschulabschluss nachgeholt werden kann. In anderen Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb des Übergangsbereiches ist dies bereits möglich, und damit könnte auch der im Gesetzentwurf enthaltene Zugangsvoraussetzung Rechnung getragen werden, die innerhalb von 5 Jahren nach Zulassung das Nachholen des Hauptschulabschlusses vorsieht. Der Beruf des Pflegehelfers ist nicht nur für pflegebedürftige Menschen eine Chance, würdevoll leben zu können, sondern auch eine Chance für Menschen, die aufgrund ihrer bisher nicht erfolgreichen Schullaufbahn vor einer ungewissen beruflichen Zukunft stehen. Der Vorlage, die wir durchaus gut finden, weil sie dringende Probleme in der Pflege endlich anpackt, stimmen wir gerne zu. Vielen Dank.